Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder Weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Founder, CEO, Co-Owner, Partner, Content Creator, Streamer und E-Sportler Elias. Und einem grandiosen Wildcarder Jakob. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr seid auch Co-Founder, CEO, Owner, Partner, Content Creator, Streamer und E-Sportler, und hochintelligent, dann schreibt doch jetzt mal eine tolle Bewerbung in die Kommentare, warum zieht ihr uns ab? Und auch heute geht's wieder um die Goldene. Zu Beginn werde ich meine Psychospiele anwenden. Das kannst du mit deiner Uhr auch, Elias. Zeig mal. Oh, wow. Unser Sounddesigner heute, Herr Bergmann. Und unsere Eagle-Shot-Schubse heute, Shane Rogue! Ich bin bereit, ich bin der Rekordgewinner. Ich habe keine richtigen Taschen hier, billig anzug. Los geht's! Wo bekommt man gerne mal Hühneraugen? An den Füßen. Wovon haben die meisten Menschen 32 Stück im Mund? Zähne. Letztes Jahr war 2000. 20. Wer A sagt, muss auch B sagen. Welche erfolgreiche Kindersendung moderierte Peter Lustig über 20 Jahre lang? Löwenzahn. Wie nennt man die kräftig gewürzte Rohwurst aus Rind, Kalb oder Lammfleisch, die meist mit der türkischen Küche in... Sucuk. Kein Problem. In welchem Land liegt der Berg Fujiyama? Sag es! China! Was ist die Antwort? Japan! Ach, Dennis! China und Japan ist das gleiche, oder was? Ja, das geht ja gar nicht! Mal weg den Scheiß! Ja, komm. Ah, der Essi ist ja gut. Ist ja Wucht, ist ja ganz eine Feine. Damit hast du ein Leben verloren. Elias, du bist ein Star. Du bist ein E-Sport-Star. Warst du nicht auch mal bei Hertha BSC? Du hast für die gespielt quasi. Nee. Oder war das? Aber ich hätte wahrscheinlich besser gespielt als ein paar von denen. Ja, das ist außer Frage. Aber du warst im E-Sport-Bereich bei Hertha, oder? Ich war E-Sport-Bereich bei Hertha, ja. Das meine ich ja. So wird ja. Sind die auch so scheiße wie erste Mannschaft? Na, geht. Nicht ganz so scheiße. Jakob, du warst bei uns mal Praktikant. Das war ich, ja. Du konntest mit Farid Bang Gitarre spielen. Was haben wir dir ermöglicht? Das, ja. Die Gitarre ist breiter als er. Wenigstens kann ich sie spielen. Ja? Oh. Irgendwas, Ed Sheeran oder Oasis? Richtig Noten. Komm, verpiss. Was war die Reaktion nach deinem Praktikum bei uns? Vier Reaktionen von meinen Freunden. Die haben es gefeiert auf jeden Fall. Stark. Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße die Frühstückswusel. Grüße nach Hause. Eben noch ein Käschchen getrunken mit denen. Sehr schön. Mega. Hat man auch platte Daumen als Zocker? Zeig mal. Nee, es geht noch. Ich spiele gar nicht so viel. Nee. Ich spiel nicht so, nee. Der spielt nicht so viel. Okay? Lass meinen Mandanten bitte in Ruhe. Okay. Nächster Drink. Riesen Applaus für Shane Rogue. Wow. Ah. Kennt ihr Shaden? Nee. Welche Zahl steht für die Sexualpraktik, bei der beide Partner einander gleichzeitig oral stimulieren? 3. 69! Das ist Quatsch. Das ist, tut mir leid. Das ist gar kein Problem, dass du nicht so versaut bist wie wir hier. Gib ihm. Elias, ich habe schon angesprochen, du bist E-Sportler. Wie sieht so ein typischer Tag aus? Ich bin ganz schlecht recherchiert. Steht doch überall, dass du E-Sportler bist. Ich bin kein E-Sportler. Wer Fußballtrikots trägt und eine Tolle in der Hand hat, ist E-Sportler. Ja nicht mehr. Nee. Ich habe gesehen, du hast einen Sextalk gemacht mit Montana Black. Gut, ja. Der ist ja komplett aus der Haut gefahren. Ne? Der ist richtig hart. Was ist denn jetzt ein Quickie? Wie lange dauert ein Quickie? Na, laut ihm kann ein guter Quickie eine Minute dauern. Aber es geht doch nicht. Ja, habe ich auch gesagt. Wieso ist euch das zu wenig oder zu viel Zeit? Zu wenig. Zu wenig. Oder? Ach so. Shaden, bitte Getränke austauschen. Deswegen haben wir Shaden eingeladen. Heute werden Männer gemacht. Ich hätte auch die Antwort hier gewusst. Auch mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wofür steht die 19 in Covid-19? Virenlast. Was ist denn die Antwort? Das ist voll schwer hier. Ja, oder? Ja, voll. Echt schwer. Ja. Ach so, 2019, die Zahl, in der es dann gefunden wurde. Hättest du es gewusst? Klar. Ja. Klar. Oh,
ist das so sauer. Ja, sehr sauer. Kohlensäurelastig, ne? Ganz sauer, das wird ja ganz sauer. Was essen, E-Sportler? Das ist, du bist doch am Rechner, du bist doch oft am Rechner. Nein, was ist, was ist, doch, du bist doch, wie können wir dich denn... Ich bin Streamer. Streamer. Ja, der Papa Platte sieht auch den ganzen Tag. Ja, aber Papa Platte sieht auch den ganzen Tag am Rechner mit seinem Brei-Arsch. Ja, aber der Streamer. Ja, aber was ist denn, was essen denn Streamer? Das ist so eine Idiotennahrung. Du stellst genau die Fragen, die du nicht gestellt hast. Kann man damit Geld verdienen? Aus welchem Film stammt das Zitat, ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? Pate? Warte mal, 6. Wer sprach beim Tor gegen England bei der WM 1986 von der Hand Gottes? Wer versprach? Diego Maradona? Auch. Er hat ja die Hand Gottes. Diego Maradona. Er hat die. Aber er hat es auch selber gesagt. Ja. Ich dachte, ihr wird gerade nach zum Sportreporter gefragt. Nee. Heute ist nicht meins. Weil du die Gäste bedrängst, kann ich mich gar nicht kurz entziehen. Ich bedränge niemanden. Bedränge ich euch? Nee. Was soll das? Ich wünsche auch einmal drin. Was soll denn das? Da ist noch was drin. Ja, genau, Nachschub. Oh, da ist immer noch was drin. Da ist ja immer noch was drin. Schäden, tu noch einen Drink rein. Das ist ja hier. Du bist bekannt durch FIFA, du bist ja hier, ich habe mir da aufgeschrieben. Du bist The E-Sports Hulk. Und das ist ja keiner E-Sports Hulk, wenn er kein E-Sports spielt. Das ist lange her, das ist lange her. Spielst du Fußballspiele online? Du hast eben schon gesagt, eigentlich so nicht, weil du dich aufregst. Nee, ich spiele Fußball im echten Leben. Im echten Leben. Im Real Life. Manchmal auf FIFA. Welche Position spielst du im Real Life? Ich bin Sechser, Star-Sechser. Hast du Oliver Kahn schon mal getroffen? Nee. Ah, fuck! Was ist die geringste Punktzahl, die man mit 3 Würfen beim Darts erzielen kann? 3. Oh, 0. Oh. 0. Was ich ist denn jetzt ja los? Jakob, alle egal. Drei daneben. Schütt weg, wir machen direkt nicht weiter. Das ist nicht mein Niveau. Schütt rein. Genau. Gulp. Aber 3 ist irgendwie deine Glückszahl. Schon zweimal hier 3 gefahren ja. Am Tisch. Ich merk's. Ah, genau. Wer kommt zum Training overdressed? Anthony Modest. Wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modest. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Geografie fragen. Wer ist im Darkroom Special Guest? Anthony Modest. Wer scheißt auf Stiftung Warentest? Anthony Modest. Modest, Modest. Anthony Modest. Sauber, Bergi. Von welchem Sänger stammt dieser Gassenhauer? Weiß ich nicht. Ich bin Hüftgold. Ach, das ist er? Das ist er. Ich bin nicht im Schlager drin. Und jetzt kannst du ja nicht probieren. Und gib ihm! Schmeckt das wie so ein Gaming-Booster? Ja, so schmeckt er. Weiter geht's. Was hat man beim Bowlen geworfen, wenn man beim ersten Wurf alle 10 Pins abräumt? Hallo? Hole in one, keine Ahnung. Strike, Junge, willst du raus? Na, sag Bescheid. Ich bin ja jetzt raus. Hast du noch einen Termin oder was soll das heute? Und ab. Blub, gulp, gulp. Bitte noch ein schönes Sprüchlein, dann verpiss dich. Ja. Ich verpiss mich nun. Weiter geht's. Aus welcher Serie kennt man die Charaktere Denver, Nairobi und Helsinki? Haus des Geldes. Helsinki ist die Hauptstadt welches Landes? Norwegen. Falsch. Falsch? Finnland. Hast du einen Termin? Ist auch drauf? Finnland? Hätte er es gewusst? Nee. Ah, ja, nee. Du, Jakob? 1, 2. Ah, ist Jakob jetzt sauer, Alter. Wie lautet der Singular von Würfel? Würfel. Würf. Welcher Streamer heißt bürgerlich Maximilian Alexander Kurt Stemmler? Knossi, keine Ahnung. Trimax, ne? Trimax? Ist der adelig? Wie heißt der? Das ist ja der Hammer. Kippt es runter, ihr Minjungen. Oh, ey! Es gibt eine Party im Damausgang. Aber ganz kurz, der hat so viele Namen zur Auswahl. Der hätte doch daraus auch einen coolen Künstlernamen machen können.
Try, Max, Max, Max. Try. Aber hat er, wie heißt er noch? Stemmler? Aber warum den Try? Weil er viel versucht? Ja, ich glaube schon. Tja, Jakob, Riesenapplaus für dich, Wildcard. Dankeschön. Das ist deine Cam, eine Verabschiedung. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wow, stark. Und damit stehen Elias und ich im großen Finale und wir beide spielen. Entweder oder. War schon mal im Knast oder war noch nie im Knast? Leon Mascher. Noch nie im Knast. Pablo Escobar. Knast. Billie Eilish. Kein Knast. Taylor Swift. Kein Knast. Miley Cyrus. Kein Knast. Wesley Snipes. Kein Knast. Der war im Knast, na sicher. Oh. Aber passt doch zu deinem Spitznamen, grün wie Hulk. Ja, das ist alles falsch. Jetzt hast du auch noch ein Leben, genau, Schäden. Füll nach, ja, genau. Akzeptieren Sie Kartenzahlung vor Schäden? Ich habe nur eine Karte dabei, ich kann nicht bar zahlen. Oh, Elias, kannst du dir gleich mal zahlen vielleicht. Marvel oder DC? Da rasier ich dich jetzt. Ja? Ja. Spider-Man. Marvel. Hulk. Marvel. Batman. DC. Cable. DC. Oh mein Gott! Aber was ist denn Cable? Und ach, damit Deadpool? Gewinne ich die goldene Tischplatte! Okay. Ist nicht ganz so aufgegangen, ne? Nee, aber Cable, das ist der Typ von... Okay, scheiß auf. Ja, Cable ist der Typ von Deadpool. Mit der Rasur verschieben wir dann Elias, das ist gar kein Problem. Das ist die goldene Tischplatte. Riesenapplaus für Elias natürlich! Wow! Der gönn's dir. Hopp. Yep. Gulp, 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 schlug. Jakob, Riesenapplaus für dich natürlich. Dankeschön. Auch. Wenn ihr euch denken tut, dass ihr uns schlagen tut, dann tut jetzt in Kommentare schreiben, eine tolle Begründung und vielleicht auch euren IQ. Kann ja sein. Lasst dir ein Like da, Freunde, abonniert den Kanal. Die Glocke noch aktivieren. Wir wissen hier, 70.000 Like, Freunde. An dieser Stelle großen Dank an Herr Bergmann und Shane Rowe. Oben müssen Spiele kürzer werden von Game 2. Und unten gibt's die letzte Folge. Korrekt, oder? Weg, was? Bis mit Tisch. Auf heute. Wiedersehen und ciao.